Willkommen Leute zu den besten Karten in Yu-Gi-Oh! Dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den besten Yu-Gi-Oh! Karten aller Zeiten zähle. Bitte beachtet, dass einige der Karten heutzutage verboten sind, weil sie einfach zu stark sind. Das heißt aber nicht, dass ich in jeder Folge nur verbotene Karten nehmen werde. Es wird in jeder Folge maximal eine verbotene Karte geben. Und ansonsten könnt ihr mir gerne weitere sehr starke Karten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht kommen diese ja schon in der nächsten Folge dran. Gut, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der ersten Karte. Bei der ersten Karte der heutigen Folge handelt es sich quasi um 6 Karten, die ich eigentlich alle mal nennen möchte, nämlich die Barrierenstatuen. Und allen voran natürlich die Barrierenstatue der Sturzflut, die aktuell die beste ist, dank Totally Awesome. Denn mit ihr kann man, naja, relativ einfach auf Bahamutai gehen und damit auf Totally Awesome in vielen Decks. Und das macht man auch häufig, aber primär ist die Karte halt für ihren Stun-Effekt gut, der echt genial ist. Wir haben hier an Stufe 4 Wassermonster mit dem Typen Aqua und den Werten 1000-1000 und im Effekt: Keine Monster können als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer Wassermonstern. Und das ist einfach genial, denn die besten Effekte überhaupt in Stun-Decks sind die Effekte, die die Spezialbeschwörungen des Gegners unmöglich machen. Und das macht die Barrierenstatue der Sturzflut richtig, richtig gut. Der riesige Vorteil an ihr ist außerdem noch, dass ihr halt trotzdem ganz ungehindert weitermachen könnt. Weil wenn ihr das spielt in Wasserdecks, diese Barrierenstatue hier, dann ist es euch vollkommen egal, dass ihr nur noch Wassermonster specialen könnt, weil ihr wollt eh nur Wassermonster specialen und der Gegner hat gar keine Wassermonster normalerweise. Dadurch ist quasi die Barrierenstatue für euch komplett irrelevant und für ihn ist es wie eine Vanity's Emptiness, die da liegt und er kann nichts machen. Und zusammen mit Norden kann man halt mit ihr sofort ein Bahamutai bauen, was auch schön ist, deswegen spielt man sie halt sehr gerne in Rang 4 XE-Decks mit Totally Awesome, mit Bahamutai und dieser ganzen Wasser-Engine. Und das ist halt durchaus extrem solide, weil sie halt einfach eine normal beschwörbare, gute Alternative ist zu Vanity's Emptiness. Aber nochmal kurz zu den anderen Barrierenstatuen. Es gibt auch noch die Barrierenstatue der Dürre. Die macht denselben Lockdown, nur dass man halt da nur noch Erdemonster specialen kann. Dann die Barrierenstatue des Himmels, die macht das mit Lichtmonstern. Die Barrierenstatue des Infernos, die macht das mit Feuermonstern. Die Barrierenstatue der Sturmwinde, die macht das mit Windmonstern. Und die Barrierenstatue des Abgrunds, die macht das mit Finsternismonstern. Und schon hat man quasi alle verschiedenen Eigenschaften abgedeckt. Und man hat hier die Möglichkeit, in diversen Decks gute Stun-Karten zu ergänzen. Also durchaus eine Gruppe von Karten, die man nicht vergessen sollte, auch wenn die Barrierenstatue der Sturzflut aktuell die beste ist, wegen Totally Awesome, sind alle 6 sehr gute Antikarten. Die nächste Karte ist mal wieder relativ kompliziert, nämlich die Karte Glasflügel Turbodrache, denn wir haben hier gleichzeitig ein Synchromonster und ein Pendelmonster. Und das ist schon mal was ziemlich Cooles. Das Ganze hier ist ein Stufe 7 Synchromonster mit der Eigenschaft Wind und dem Typen Drachen und den Werten 2500-2000 und im Pendelbereich 4-4. Und den Pendeleffekt: Du kannst einen Geschwindigkeitsreutempfänger und ein Nichtempfängermonster, die du kontrollierst, deren gemeinsame Stufe 7 ist, auf den Friedhof legen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Pendelzone. Du kannst diesen Effekt von Glasflügel Turbodrache nur einmal pro Spielzug verwenden. Und normalerweise wird sie beschworen durch ein Empfängermonster und einem oder mehr Wind-Nichtempfängermonster. Und der normale Monstereffekt lautet: Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst ein als Spezialbeschwörung beschworenes offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Bis zum Ende dieses Spielzugs wären seine ATK zu 0. Außerdem annulliere seine Effekte. Du kannst diesen Effekt von Glasflügel Turbodrache nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte in der Monsterzone durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, du kannst diese Karte in deine Pendelzone legen. Sprich, wir haben hier eine Karte, die man aus der Pendelskala heraus beschwören kann, wenn sie mal verloren geht. Und gleichzeitig kann sie den Gegner in seiner Runde behindern. Und das ist richtig nice, denn wir können die ATK von gegnerischen Monstern einfach mal so auf 0 setzen und ihre Effekte negieren. Was will man mehr? Das ist richtig, richtig gut. Und in Wind Witches kann man das Ganze richtig nice spielen. Und das Ganze dann noch hochtransformieren zum Kristallflügel Synchrodrachen eventuell. Also durchaus eine Karte, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, die kommt im TCG auch raus, weil... Ja, durchaus macht die Karte eine Menge Bock. Man kann sie halt nur spielen in Winddecks und allen voran halt in Geschwindigkeitsreut-Decks, aber das macht sie nicht schlechter. In das Format gehört sie auf jeden Fall, denn es gibt nicht viele bessere Stufe 7 Synchromonster und die sind auch meistens nur besser, weil sie halt generic sind und der Turbodrache nicht. Die nächste Karte ist auch gleichzeitig die verbotene Karte für heute und zwar Sechster Sinn, eine normale Fallenkarte mit einem unfassbaren Effekt. Der Effekt lautet nämlich: Benenne zwei Zahlen zwischen 1 und 6, dann wirft dein Gegner einen 6-seitigen Würfel und falls das Ergebnis eine der benannten Zahlen ist, ziehst du so viele Karten, lege andernfalls oberste Karten in der Höhe des Ergebnisses von deinem Deck auf den Friedhof. Das bedeutet, Leute, wenn ihr die Zahlen 5 und 6 angebt und dann 5 oder 6 gewürfelt wird, zieht ihr 5 oder 6 Karten. Das ist einfach mal ein plus 4 oder plus 5, das ist ein sofortiger Insta-Win. Das ist richtig krank. Ich meine, es gibt eine Menge verbotene Karten, die einen 2 Karten ziehen lassen, also plus 1 gehen lassen. Und Sechster Sinn kann einfach das Ganze nochmal in viel, viel heftiger machen.
Sechster Sinn ist zwar relativ langsam, weil sie halt eine Fallenkarte ist und sie ist halt sehr stark vom Glück abhängig. Allerdings kann man sie auch genauso gut, sehr gut spielen zum Millen. Wenn man beispielsweise sagt, okay, ich nenne jetzt mal die Zahlen 1 und 2, dann mille ich im schlimmsten Fall 3 Karten, was immer noch ganz nett ist, das ist immer noch so ein Dante-Effekt. Und im besten Fall ziehe ich einfach mal 2 Karten, gebe plus 1, was ja auch durchaus solide ist noch. Und eventuell mille ich einfach mal 6 Karten und bekomme richtig viel Material in den Grave. Würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen, weil es bessere Millkarten gibt mittlerweile, beispielsweise Nachbarsgras ist grüner oder sowas in der Art. Aber allein dieser Zieheffekt, plus 5. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet mitten im Duell einfach mal 6 Karten auf die Hand nehmen. Der Gegner kann doch gar nicht mehr mithalten, er ist so hart outplus plötzlich, das ist der Wahnsinn. Solche Glückskarten wie diese hier dürfen einfach nicht existieren, das ist viel zu heftig und ich frage mich, was sich Konami da gedacht hat, weil eine Karte zu erlauben oder zu erfinden, mit der man theoretisch 6 Karten ziehen kann, auf einen Schlag, ohne Kosten, finde ich ein bisschen heftig. Gut, dass sie verboten ist. Die nächste Karte ist mal wieder eine der besten Handtraps aller Zeiten, nämlich Geisterogre und Schneehase, ein Stufe 3 Empfängermonster mit der Eigenschaft Licht und dem Typen Psi, und den Werten 0, 1800 und im Effekt, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn der Effekt eines Monsters auf dem Feld aktiviert wird, oder wenn der Effekt einer Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird, die bereits offen auf dem Feld liegt, du kannst diese Karte von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen, zerstöre die Karte auf dem Feld, du kannst diesen Effekt von Geisterogre und Schneehase nur einmal pro Spielzug verwenden. Sprich, wir haben hier quasi eine Möglichkeit, Karten zu crushen, die bereits auf dem Feld liegen und ihre Effekte aktivieren. Und das kann durchaus ziemlich nice sein. Problematisch ist hier allerdings, dass wir die Effekte dieser Karten nicht negieren können. Sprich, die werden gecrushed und ihre Effekte kommen noch durch, außer halt bei permanenten Zauberkarten oder so, das geht halt nicht. Aber normalerweise kommen sie durch, vor allem bei den Monstern halt. Aber das muss gar nicht mal tragisch sein, denn wenn die Combo des Gegners nur dann Sinn ergibt, wenn das Monster, das den Effekt ausgelöst hat, noch auf dem Feld bleibt, dann kann man auch mit dem Geisterogre die Combo unterbrechen, auch wenn der Effekt durchgeht. Und das ist halt der Grund, weswegen Geisterogre und Schneehase nach wie vor eine sehr, sehr gute Handtrap ist, und gleichzeitig enabled sie in sehr vielen Decks einfach sehr gute Synchro-Plays, weil sie halt selbst Empfänger ist. Also eine der besten Handtraps ist sie auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass sie mithalten kann mit Karten wie Effect Wailer oder Maxi. Der Meinung bin ich nicht so ganz, aber trotzdem gehört die Karte auf jeden Fall auf Siegertreppchen der besten Handtraps, ohne Frage. Und ich hoffe mal, dass wir noch einige von diesen Karten sehen werden, weil es gibt eine ganze Menge von diesen, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Handtraps mit diesen Doppelnamen. Auf jeden Fall eine ziemlich interessante Kartengruppe, von der wir noch einige Karten in diesem Format hier sehen werden. Die letzte Karte der heutigen Folge ist mal wieder ein sehr schönes Tower-Monster, nämlich Nummer 81 Superkanonenpanzerzug Super Dora. Ein Rang 10 XC-Monster, eigentlich das Beste seiner Art, mit der Eigenschaft Erde und dem Typen Maschine, und den Werten 3200, 4000. Beschworen wird es mit 2 Monstern der Stufe 10, also generic und ziemlich einfach zu rufen. Und der Effekt, once per turn, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst ein XC-Material von dieser Karte abhängen und dein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Das gewählte Ziel bleibt bis zum Ende des Spielzugs von Karteneffekten unberührt, außer von seinen eigenen Effekten. Das bedeutet, man kann quasi mit dieser Karte hier einen riesigen Beatstick hinlegen, mit einer Menge Defense noch dazu, und er kann sich selbst oder andere Monster einfach mal schützen, vor sämtlichen Karteneffekten. Ich meine, klar, die Karte stirbt an Utopia the Lightning, so wie die meisten Tower-Monster, aber extrem gut ist sie trotzdem. Superkanonen-Panzerzug Super Dora ist das beste Zugmonster überhaupt in meinen Augen. Und sie sorgt dafür, dass die Trains überhaupt ernst genommen werden können. Klar, es gibt noch ein paar andere coole Rang 10 XC-Monster, aber Super Dora ist halt ein richtig cooles Tower-Monster und das ist was Besonderes. Wenn man 2 von denen nebeneinander legt, dann hilft auch Utopia the Lightning nicht mehr und dann wird man wahrscheinlich gewinnen, weil sich davon zu recovern ist für den Gegner auf jeden Fall ziemlich schwierig. Denn mehr als 3200 Angriffspunkte muss man erstmal aufs Feld bekommen. Und ansonsten liegt Super Dora erstmal mehrere Runden geschützt da, bevor man ihn irgendwie loswerden kann. Denn er kann sich 2-mal für eine Runde schützen und das ist halt gut genug, weil die Duelle sind heutzutage extrem schnell. Und naja, mehr braucht man eigentlich gar nicht, um zu gewinnen. Weil die Trains brauchen nicht lange, um dich umzubringen. Die haben die Angriffspunkte problemlos auf dem Feld. Und Super Dora macht auch einen guten Job. Vor allem, weil Super Dora meistens sogar noch durch die Train-Effekte auf 4000 Angriffspunkte geboostet wird und damit es echt schwierig, an der Karte noch vorbeizukommen. Eines der besten Tower-Monster, auch wenn es Utopia's Lightning mittlerweile gibt und die Karte etwas schwächt. Das war's mit der heutigen Folge, die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Schreibt mir gerne weitere Karten, die ihr gerne sehen würdet, in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem weiteren Video. Bis dann. Tschüss.